Hallo. Hallo. Wir wollen zum Stockhorn. Da ist eine Fliege. Jetzt ist sie auf dem Lenkrad. Will doch wohl nicht fahren. Die hat gar keinen Führerschein. Trotz einer Regenwahrscheinlichkeit von laut Kachelmannwetter.com von 65% fahren wir da jetzt einfach rauf. Und lass uns mal überraschen, ob oben viele Wölklis sind. Sonst gehen wir in den Wölklis wandern. Wie kommt unsere Seilbahn nicht? Jetzt sitzen wir hier schon so lange. Dinkel, Vollkornmehl, Dinkelmehl, Rohrzucker. Und man kann in der Höhle Spaghetti Bolognese, nee, was war das? Raclette. In die Höhle wandern und dann Raclette machen. Und man kann einen Grillkochkurs machen. Steht da. Und man kann eine Gipfelcurrywurst machen. Und ein Seilbahnfrühstück. Und am Geburtstag werden wir umsonst hier. Also nicht umsonst, sondern kostenlos. Ja. Aber auf jeden Fall genug zu trinken dabei. Wir sind die Einzigen hier oben. Hier ist kein Mensch. Krass. Kann ich dir gleich mal den Weg erklären, den wir runtergehen wollen? Wir gehen hier im Stockhorn an der Seite runter, an den Kühen vorbei und da unten an dem Schneefeld vorbei. Da lang, da hinten und dann über die Wiese und dann wieder runter zum See. Zur Mittelstation. Ist offen. Okay. Freie Platzauswahl. So, auf Stockhorn selbst gehen wir gar nicht rauf. Das wäre noch ein paar Meter hier hoch. Aber auf der anderen Seite sieht man gar nichts. Stattdessen machen wir unsere Schuhe jetzt erstmal sauber. Und wenn die sauber sind, dann gehen wir bergunter. Was macht sie denn da? Mitten in den Bergen auf der Alm am Thunersee schaut die braune Kuh ganz verwundert zu. Das ist hier glatt und matschig. Oder war das ein Kuhfladen, in den ich reingetreten bin? Guckst du bitte nach vorne? Mit der Kamera geredet. Ja, jetzt gehen wir hier runter. Hier sind noch zwei neue Bänke für alle Bankliebhaber. Nur mal so zur Information. Wer auch mal hier bei dem Stockhorn wandern gehen möchte, hier dieser Wanderweg mit der Streckenbezeichnung 5 ein sehr schöner Wanderweg ist bis jetzt. Jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt geht es hier um die Ecke rum. Ja, aber da kommt man durch. Ja. Aber hier ist Windschatten, ne? 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 Ja, muss mal probieren, ob da Strom drauf ist. Schon bei den Stadtmenschen. Ja, wir müssen das immer so riesen Schritte. Das ist immer klein. Kleiner Schritt für den Luzi. Ein großer Schritt für die Petra. Da steht ein Baum im Weg. Da sind schon einige gegengelaufen. Eine Stärkung und dann geht es weiter. Okay, ich hätte vorher trainieren müssen. Ich glaube, ich komme hier nicht runter, ich bleibe hier. Tschüss. Schau mal, aber es regnet gar nicht. Nee, es hat nicht geregnet die ganze Zeit bis jetzt und dieser Weg ist schön und
dieser Weg wird kein leichter sein. Und dieser Weg wird steinig. Von wem war das Lied noch? Von Heino? Jetzt sind wir ja schon da. Jetzt sind wir schon da, ja. Yes. Geht schneller als gedacht. Ja. Hier nochmal der schöne See. Hier kann man angeln, da muss man aber vorher Bescheid sagen. Und das sind jetzt die letzten Meter zur Mittelstation Krimli. Krimli oder Krimli? Ja, was für eine Bahnfahrt. Das war ja ein Erlebnis. Also die Bahn fuhr nur bis zur Hälfte, dann ist jemand zugestiegen und dann ging sie nicht mehr. Aber zumindest sind wir jetzt angekommen. Komisches Gefühl ist es trotzdem, in einer Seilbahn stecken zu bleiben. Jetzt sind wir wieder in Thun und jetzt gucken wir uns noch ein paar Vögelchen an und machen noch eine kleine Rollertour an der Aare entlang. Und dann essen wir Spaghetti fertig geregt für 99 Cent.